Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu World War 2. World War Z, Entschuldigung, bevor ich jetzt irgendwas falsch sage. Und ja, dieses Spiel ist tatsächlich ein Koop-Spiel und da habe ich auch ein bisschen Unterstützung gerade dabei. Ich muss mich eure Namen raussuchen. Eine junge Dame, die Shirin, und einmal den Markus. Herzlich willkommen, ihr zwei. Servus. Ja, hallo. Genau. Ihr seht, die sind beide schon ein bisschen was höher. Ich habe gerade erst angefangen, aber wir werden alle mit Level 1 und von vorne beginnen, dass wir alle quasi die gleichen Grundvoraussetzungen haben. So, Einladung habe ich angenommen auf jeden Fall. Und ja, Charakter, jetzt könnte man sagen, also Charakter bekomme ich zugewiesen oder muss ich den irgendwie selber erstellen? Du kriegst einen Charakter zugewiesen, okay. Beziehungsweise pro Episode kriegst du einen Charakter. Und du müsstest nur deinen Spezialisten auswählen. Es gibt glaube ich 5 oder 6 Spezialisten, dann müsstest du dir mal die Perks durchlesen, welches dir am ersten zusagt. Ich kann nur sagen, dass auf höherer Schwierigkeitsstufe der Bastler, der Schlitzer als auch der Doc viel gespielt wird. Ja gut, ich bin tatsächlich so einer, ich kenne das von diversen Shootern und alles drum und dran. Ich bin eher der Typ, der gerne mal reinrennt und haut drauf und des Öfteren auch mal stirbt. Das ist ja so mein... Also ich, eher schön MG und volle Lotte drauf. Also wenn ihr bereit seid, dann könnte man mit der ersten Mission starten. Lass sie mal die Spezialisierung einmal durchlesen, um zu gucken, ja, was ihnen dann vielleicht wo zusagt, ich, was er als erstes... Wo muss ich drauf? Bei Anpassen und dann Klasse anpassen. Also ich habe jetzt gerade nur... Revolver hält. Ah, bevorzugter Charakter, ne? So, genau, das ist dein Aussehen. Ah, hier spiel. Ich wollte sagen, es ist jetzt nur reine Kampagne erstmal, ne? Also kein PvP oder sonst irgendwas. Genau. Gut. Okay, die Klasse kann ich jetzt natürlich wählen. Genau, Klasse, du kannst die Klasse wechseln. Was wäre ideal für den Anfang? Also wie gesagt, ich gehe gerne einer, der drauf geht. Also Revolver hält wahrscheinlich, ne? Revolver hält wird wenig gespielt. Also Höllenfürst. Hier werden muss setzen, Arzt kann halt heilen. Bastler hat entweder Vorratsmunition mit Explosivmunition oder Tarngasgranaten, dass du unsichtbar wirst vor Zombies eine bestimmte Zeit lang. Der Schlitzer hat viel mit Nahkampf zu tun und der Schädlingsbekämpfer kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil ich den bis jetzt noch nie angefangen habe. Also ich glaube, der hat Molotow-Cocktails. Und Schrotflinte. Okay, das werde ich tatsächlich nicht spielen, weil ich bin kein Fan von der Schrotflinte. Bist du ein Elektro- oder Kompakt-MP? Wenn sie nicht müde sind, führe ich schon. Okay, dann werde ich wahrscheinlich eher den Schlitzer spielen. Weil das klingt ein bisschen interessant. Du beginnst mit einer Elektroschockwaffe und einer Kompakt-MP. Nahkampfangriffe sind tödlicher, wenn sie nicht müde sind. Führe ich schon den Nahkampfangriff auch wenn du müde bist. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen was für mich. Warte, Revolver hält. Ich bin ja Kompakt-MP. Wegung, keine Auswirkungen, die Waffe produziert. Obwohl, ich glaube, ich bin doch den... Also ich bin im Überlegen zwischen Schlitzer gerade und dem Revolver. Weil ich ehrlich bin, ich in den Schlitzer, weil Schocker, das klingt auf jeden Fall auch gut. Das macht, glaube ich, am meisten aus, deswegen würde ich... So, okay, Klasse, okay, dann habe ich jetzt den Schlitzer, oder was? Ja. Wenn du auf Klasse wechselst und auf den Schlitzer gedrückt hast, dann ja. Ja, ich bin gerade auf Klassen. Ich habe, das ist hier auf die junge Dame, ne? Die ich jetzt hier angezeigt bekommen habe. Du siehst mir aber sehr danach aus, ob wenn du Revolverheld spielst. Also geh nochmal auf Klasse wechseln bitte und dann wähl mal den Schlitzer erneut aus. Vielleicht ist es bei mir auch noch ein Anzeigebug, aber. Ich habe viel freigeschaltet. Ich sehe jetzt nicht irgendwie was angezeigt. Anpassung. Mikro-MP ist immer gut. Erstmal für den Anfang. So. Also die junge Dame mit den Rasterlocken, das ist, habe ich gerade angezeigt als Charakter. Genau. Das ist also und der Schlitzer. Und darunter hast du so ein Symbol.
wo darunter dann auch nochmal eine Zeile steht, das ist die jeweilige Stufe, zum Beispiel dieser Vika irgendwas, unser Random, der hat da dieses Medic-Symbol, der ist Arzt Level 6. Okay. Black Hunter hat zum Beispiel so ein C4-Ding, was gesprengt ist, Level 4, das ist der, ach, ich komme jetzt nicht drauf. C4? Genau, der Höllenfürst. Und bei dir wird mir genau das gleiche Symbol angezeigt wie bei mir und ich spiele gerade den Revolverhelden. Ja, bei mir aber auch, Kevin. Du hast dasselbe Symbol wie sie. Ach, das Symbol. Okay, ich bin auf den Charaktertypen gegangen. Okay, nee, ich habe bei mir diese gekreuzten Waffen mit dem toten Kopf. Genau, das ist der Revolverheld. Du musst wirklich dann nochmal auf Spielen und auf Klasse wechseln. Und dann nochmal den Schlitzer auswählen. Der Schlitzer hat nämlich zwei Äxte mit dem Totenkopf da drüber. Ah, bevorzugter Charakter. Moment, okay. Ja. Sorry, das kann manchmal sein, dass ich öfters mal... So, jetzt ist es soweit richtig. Hoffe ich zumindest. Ja, es ist richtig. Ja, perfekt. Okay, da war ich drauf. Ich war auf Anpassen nämlich die ganze Zeit. Okay. Gut. Ja, das passiert manchmal. So. So, na gut, gucken wir mal. Wie das Ganze seid ihr jetzt länger online oder? Also, ich bin gerade von der Arbeit gekommen, wahrscheinlich schon. Also, so ein, zwei Stündchen werde ich rum online sein. Okay. Schirin, du auch? Aber okay, mit Raucherpause. Ja, können wir ja gleich machen. Wenn wir ein, zwei Folgen gemacht haben, können wir eine kleine Pause auch machen. Klar, ist kein Problem. Na, bitte nicht wundern, ich habe gerade zwei kleine Kitten. Es kann sein, dass entweder mit dem schimpfen muss oder die mal etwas lauter sind. Ich kenne das von meiner Katze. Der sitzt nämlich auch hier. Ja, ich habe vier und zwei kleine aufgeweckte Kitten, die sind jetzt 8 Wochen alt. You've heard the stories. Ja, putzig. Und anstrengend. Ja, das ist eine glückliche Katzenmama. Or we die here. I don't like him, but he's right. So, ist das normal, dass das Spiel auf Englisch ist? Ja, bei mir auch. Ich kann es eigentlich nicht umstellen. Aber halt mal, die das ist das? Okay, du bist die da hier. Kevin, du bist die mit der grünen Jacke, okay. Ja. Ich gucke jetzt gerade das Thema. Ich bin die mit dem komischen Teddybär am Rucksack. You hear me? Hey, what's up? I don't see you guys on the roof. We're going for it. Trying the subway to Inwood. Over. Yeah, really? Ah, ich weiß gar nicht. Maybe the grunts will wipe him out on the front. Da wollte sich doch... Hör mal. Ein Klammern ist nicht. Bin ich lecker. Friendly Fire ausgestellt oder eingestellt? Eingestellt. Eingestellt. Also ich heiße, wenn ich auf euch schieße, füge ich euch Schaden zu. Genau. Okay. Umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso höher der Schaden, den du einem zufügst mit jeder Kugel. Ja, weil ich... Sorry. Weil ich will eigentlich euch tatsächlich nicht irgendwie jetzt Schaden zufügen. Wow. Das kann nicht passieren beim Reinstreuen. Alles gut. Ich denke mal, bis man auch seine Waffe gefunden hat, das Handling dafür hat, dauert das auch ein bisschen. Da rennt er erst geschossen. Moment, da kommt irgendwo. Ja, das ist das Vieh hier, was du gerade gehört hast. Elevator coming up. Das gehört zu den sogenannten Spezialzombies. Going down. So. Jetzt will mal auffüllen. Kenne ich so ein bisschen auch von. The Division. Mhm. Da hab ich auch ein Let's Play zu gemacht. Oh, da kommt einer. Yeah. Who shot me? Was ist denn mit hier im Fahrstuhl drin? Dan, you there? Okay, tot. Gott sei Dank.
das war auch ein Spezialzombie. Du kannst Spezialzombies kannst du alle markieren. Wie ihr das gerade gemacht habt. Genau, Steuerkreuz nach oben. Wenn du drauf zielst, du musst aber drauf zielen. Ich hoffe, dass jeder, der englische Sprache mächtig ist, auch bei den Zuschauern. So, frei die Vorhalle von allen Zombies. Guck mal, hier kannst du dir andere Waffen aussuchen, hinter dir, an der Munitionskiste. Ja, okay. Ja, ich baller jetzt auch meine die hier leer, die ich gerade so hab. Oh. Hab ich keine Granaten? Du hast die mit der Elektroschockwaffe ausgerüstet. Ah ja, stimmt, genau. Ja, warum hat das jetzt auf dem Boden platziert? Verstehe ich nicht. Ja, ein bisschen schleimig drin. Hast du jetzt die Klemos ausgerüstet, oder? Das war jetzt C4 eigentlich. Ich habe eigentlich geworfen gehabt. Okay. Ja, das kann öfters mal passieren. Heads up, Creeper! Uiuiuiui. Oh. Spitzhole hinter uns, Spitzhalzer. Da immer versuchen, ja, uns echt gesehen. Zu rennen. Kaputt. Ja, ich muss wieder nicht von der Gruppe trennen lassen. Eieiei. Ich muss gerade beziehen. Ich hab die linke Seite. Ja, ich muss gerade erstmal raus, weil die gerade alle ein bisschen auf mich gehen gerade. Das ist gerade nicht gut. Ich habe keine Munition mehr auf der Waffe gerade. Ich helfe dir. Okay. Gut, mehr als gut. Ich brauche Munition, Alter. Auf jeden Fall. Bei einer Zombie-Masse empfiehlt es sich, deine Elektroschock-Waffe zu benutzen. Okay. Komm mal. Eieiei. Genau das meine ich. Die wollten dann meine alle waren von mir. Hang on. Gonna be okay. You're good to go. Legt bei euch unser Random eigentlich aus oder steht. Ja, der leckt bei mir irgendwie. Der steht hier manchmal nur rum, macht nichts und dann ist irgendwo ganz am Ende irgendwo. Okay, der hat auch einen 434er Ping. Okay. Ja, wir sollten uns vielleicht mal im Idealfall noch einen vierten Spieler suchen. Dann irgendwann mal. Dass wir zumindest mal einen festen Trupp haben. So durchgeht halt. Can I get a medkit? Weil dauerhaft nur mit Randys wollte ich, habe ich auch nicht so die Lust zu spielen. Nee. Du weißt nämlich nicht, was du kriegst. Das ja, war stimmt. Aber auf dem Niveau muss man sagen, es geht noch. Ja gut, ich sehe das ja teilweise aus der Gruppe. Oh, hinter dir ist sowas. Oh. Okay. Das ist auch ein Spezialzombie. Ja. Aber auch relativ schnell down, sollte man. Soll mal die Kiste öffnen? Oh, Verbandskasten. Mal gut. Wo ist Verbandskasten? Hier, wo ich stehe. Oh, danke dir. Guck mal hier. Ist auch noch eine Kiste. Gotta be quiet here. I'm okay. So. Ich bin da dabei. Stay together. Creeper's close. Auf geht's. Hier sind noch schwere Waffen. Look here. Hat einer braucht?
Hier ist auch noch ein MG. Das Maschinengewehr nehme ich auch mit. Schwarm kommt, der richtet eine Verteidigung, okay. Ja. Die erste Verteidigung steht. Macht das. Diesen Stacheldraht habe ich jetzt gerade gelegt. Ihr macht das schon mit der Verteidigung platzieren. Ja. Ah, da sind jetzt zwei Reihen Stacheldraht, also eine links, eine rechts. 33 Sekunden, also ein bisschen haben wir noch Zeit. So, Claymores sind alle gesetzt. Perfekt. Wunderbar. I like it. Dann, let's go. Oh, yeah! Oh Gott, ich liebe das. Ich liebe es, wenn so Horden kommen. Schau einfach mal nach vorne, Kevin. Hm? Wo bist du? Wo seid ihr? Ach, da oben. Ich bin jetzt hier wohl einfach. Gehört. Jetzt muss man nach draußen gucken. Oh ja, siehst du? Da kommt der ganze Flut an. Das sieht geil aus, gell? Das sieht geil aus. Alter, was geht ab, ja? Kann ich die auch durch den Zaun verschießen? Ja. Alter, was geht ab, ja? Ah, lecker. Und das ist halt auch wirklich wie in dem Film. Du kannst diese Pyramide sozusagen zerstören, indem du unten reinschießt. Okay. Das ist wirklich sehr nah am Film gehalten. Ich fand den Film sogar gut, muss ich sagen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich mir das Spiel gekauft habe irgendwann. Ah, naja, vieles, die auch die Zombie-Eigenschaften haben sie vom Film übernommen. Okay. Thanks, take care of yourself, Dan. It's better times. Oh, das war da. Irgendwas ist durchgelaufen. Okay. Works for me. Gut. No turning back now. Spielst du eigentlich mit lautem Sound oder mit leiserem Ingame-Sound? Ich hab meinen Sound auf dem Hitze. Auf dem Headset stehen. Ich meinte jetzt gerade Kevin. Do not stop. Get to the subway. Mein Soundspiel steht auch über Headset. Komplett. Ja, aber hörst du es gut oder hast du es relativ leise eingestellt? Nein, ich habe normal also meine Lautstärke. Hast du dieses komische leise Geräusch gerade gehört? Ja, welches meinst du? Muss ich dir gleich nochmal zeigen. Ich habe auch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin gerade. Achte mal ein bisschen auf die Sounds und das, was die Charaktere sagen. Okay. Hi, die U-Bahn-Station von Zombies. Okay, Auto-Aim gibt es nicht. Aber gut, aber endlich mal wieder ein Spiel, wo man Koop mit Leuten zusammenzocken kann. Endlich wieder. Ich vermisse das manchmal einfach nur. Oh, sorry. Ich spiele auch nur Koop-Spiele. Ja, ich habe Division 1 und 2 ja extrem gefeiert.
Von der Story her einfach, von der Aufmachung her, vom Setting her und. Momentan zocke ich zwei. Ich zocke ja relativ viel. Das Spiel, ich spiele ja nebenbei. GTA 5 habe ich jetzt durchgezogen. Auch wenn es ein bisschen älter ist, natürlich. Hinter uns ist, Ich hab den. Oder ist down. Mafia 3 habe ich mir geholt. Das macht auch Laune, das Spiel, weil es auch wieder so ein bisschen an GTA erinnert. Can you drive this thing? Und. Ride ain't free, dear. Ja. This rabbit hole is chock-a-block. Irgendwelche Rennspiele meistens. Bring them to me. So, Freunde im Vorratskiste und bring sie zum Zugführer. Mhm. Okay. Munition erstmal auffüllen, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ich warte an den Treppen. Wir haben nochmal auf das mit dem Sound zurückzukommen. Wie gesagt, achte mal darauf, was dann die Charaktere sagen. Die nennen die Spezial-Zombies, wann sie kommen. Und danach kommt das Geräusch der, der Spezial-Zombies. Also ich höre nur dieses Röcheln immer wieder. Das ist der Creeper. Und eigentlich sagen die oder halt gerade der Gasbeutel. Wie gesagt, wenn irgendwann, wenn man es ein, zwei Mal spielt, kann man die Sounds erkennen und weiß dann, in welche Ecke ein Creeper lauern könnte. Also da gut, für mich ist das jetzt natürlich sehr viel Neuland, weil ich jetzt gerade... Ich weiß. Es ist viel Input, das ist aber normal. In einem komplett neuen Spiel. Deswegen, irgendwann mit der Zeit... Mit der Zeit kommt es. Okay. Aber dass du darauf einfach mal achtest, dann merkst du es dir. Irgendwann hört man auch bei dem Spielsound raus, wann die Zombie-Wellen kommen. We got a creeper close by, habe ich gerade gesehen. Also muss irgendwas kommen. Genau. So, okay. Diese sterben sie mit Headshot. Was los? Das hab ich jetzt gerade mitbekommen. Jetzt, wenn man darauf achtet, ja. Schön Lied. Uiu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 
Gott sei Dank noch konnte ich ein bisschen reagieren gerade. Okay, we good? Wir müssen jetzt hoch und haben Warn schon. Ach, oben ist schon wieder ein Creeper. Ja, ich hole ihn. Die Dinge sind unberechenbar und das Problem, was die Spielmacher leider auch noch beheben müssen, ist, dass sie sogar vor deinen Augen spawnen manchmal. Das müssen die echt noch beheben. Du läufst eine Sekunde vorher dort lang, läufst wieder zurück und dann ist wieder ein Creeper, den du eine Sekunde vorher gekillt hast. Und darüber beschweren sich viele. Guck, alter Mann. Ja, ich habe mitbekommen, dass einige da so ein Gas-Heini. War einer? Ja. Gas-Heinis zum Beispiel am besten immer auf den Kopf schießen. Ja, ja. Dann strömt das Gas nicht aus. Ja, ich merke gerade, dass. Macht ein bisschen. Genau. Wer kein Ticket hat, kommt nicht rein. Oh. Ja, die haben den Zug verpasst. Ja, scheiße, war zu spät. Deutsche Bahn war mal pünktlich. Sieg ist sehr schön. Das passt auch ziemlich perfekt mit der Folge, mit dem Folgenende. Und jetzt glaube ich 25 oder 26 Minuten oder so. Das passt so von der Länge her. Ich schmeiß die Folgen ja auch in die Gruppe dann rein. Schon abgesprochen mit dem Admin. Ich sag ja, so Pi mal Daumen passt das eigentlich. Also ich hätte nichts dagegen, wenn du uns noch markieren würdest. Ich werde versuchen, daran zu denken. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.